Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farm Manager 2021. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben letzte Folge ja den Winteranbruch erlebt und ein paar Gewächshäuser hier gebaut, wie ihr sehen könnt, mit Erdbeeren und Himbeersträuchchen und ein paar Gürkchen. Einen Schlachthof hatten wir gebaut und noch funktioniert das nicht so ganz, ja, weil noch nicht genug Ziegen da sind, scheinbar. Aber alles gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, in dieser Folge versuchen wir, diese Aufgaben mal hier zu erledigen. Pflanze 2 Gurkensamen in Gewächshaus. Warum ist das immer noch nicht fertig da? Weiß ich nicht. Ach, sollte bald fertig sein. Wir machen mal die Zeit ein bisschen schneller. Diese Funktion müssen wir öfter nutzen. Denn, ja, die ganze Zeit warten ist auch nicht schön. Oh, hier. Was ist denn hier los? Was brauchen Sie? Gärfutter und Gras. Hä? Wieso haben wir denn kein Gras? Verstehe ich nicht. Das verstehe wer will. Wir haben doch eigentlich Gras. Ich muss einmal gucken. Kein Bio. Moment. Gras. Warte mal. In der Scheune wird doch Gras gelagert. Haben wir doch Gras. Vielleicht muss es noch transportiert werden. Denk mal schon. Sonst macht es auch gar keinen Sinn. Und wie sieht es denn hier aus? Das funktioniert. Ich glaube, wir müssen noch so eine Stelle bauen. Einen Lagerplatz für Silage. Und dann würde ich das hier irgendwo hinbauen. Ja, und das ändern wir auf jeden Fall. Das haben wir noch nicht geändert. Zu Gras. Dass das aus Gras gemacht wird. So. Aus Gras, bitte. Und dann machen wir nochmal so eine Silagestelle. Und zwar, wo ist das denn nochmal? Hier. Lagerplatz für Silage. Würde ich dann hier auch nochmal einmachen. So, und dann würde ich das... Oh, wieder komme ich darauf. Da muss ich mich dran gewöhnen. Und der Winter in vollen Zügen hier. So, dann ändern wir mit der Produktion, dass das mit Gras gemacht wird. Und dann brauchen wir hier einen Arbeiter. Stellen wir mal ein, hier ein als... Ja, müsste eigentlich Verarbeitung sein, ne? Verarbeitung hier anstellen, ja. Dann läuft das auch, sehr gut. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen extra Silage. Ja, und wie sieht das mit den Gürkchen? Ja, dauert halt noch ein bisschen. Ist gerade ein Pestizidenzustand, also wo die mit Pestiziden behandeln, damit die nicht befallen werden. Wie sieht es mit dem Lager aus hier? Der war ja schon gut wieder gefüllt. Ja, geht. Haben wir gut was verbraucht wieder. Okay. Ja, läuft auf jeden Fall. Läuft. Wie sieht es denn hier aus mit den Aufgaben? Ja, guck mal. Haben wir fast fertig. Haben wir fast fertig. Wir müssen nur noch Pflanze, Gurkensamen in zwei Gewächshäusern. Ein Gewächshaus haben wir schon. Das ist jetzt nur noch hier. Ja. Wenn das fertig ist, dann haben wir das, denke ich. Bespritzung dauert an. Verbleiben 69 Tage. Ach du meine Güte. Einpflanzung dauert dann. Hier sind wir noch bei der Einpflanzungsphase. Ich glaube, wenn das eingepflanzt ist, dann sind wir fertig. Und dann können wir die nächste Aufgabe schon angehen. Da bin ich mal gespannt, was dann als nächstes kommt. Ja, errichte einen Obstverarbeitungsbetrieb, um köstliche Marmeladen und Säfte zu verkaufen. Wow, so komplex ist die Verarbeitungsstufen hier. Errichte ein neues Gebäude, Obstverarbeitungsbetrieb. Obstverarbeitungsbetrieb mit an Strom anschließen, weil sein Arbeit. Alles klar, ja, das erklärt sich alles von selbst. Produktion. Ja, natürlich können wir uns das nicht leisten. Das kostet 380.000. Ach du meine Güte. Ja, das heißt für uns, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr verkaufen müssen. Oh, wir haben sehr viel Gras. Eigentlich können wir mal auch Gras verkaufen. Hier, der Preis für das ist ganz gut. Schafskäse verkaufen wir weiterhin. Gelber Käse aus Kuhmilch. Komm, verkaufen wir einfach jetzt alles, was wir haben. Himbeerstrauch. Ja. Die Preise sind gar nicht so schlecht. Stroh haben wir auch ganz schön viel jetzt. So langsam läuft das. Käse aus Kuhmilch. Komm, verkaufen wir auch mal. Brauchen wir nicht. Was ist, wie sieht es aus mit der Wolle? Boah, der Preis für Wolle ist wirklich sehr schlecht. Ziegenmilch. Ja, komm, weg damit. Dann haben wir noch was. Ich guck gerade, was wir noch so verkaufen könnten.
Ja, wir könnten. Oh, davon haben wir auch sehr viel, ne? Futterrüben. Erdbeersetzling. Warten wir mal ein bisschen ab. Wir haben jetzt schon 171.000. Das sollte bald schon was wäre denn können. Wie sieht es aus mit dem Schlachthof eigentlich? Wurde da schon mal was geschlachtet? Ich würde ja fast sagen, dass wir noch so einen Ziegenstall bauen, damit wir mehr Fleisch kriegen. Wie sieht das bei den Kühen? Ah, wir können bald die Kühe auch schon verkaufen. Also zumindest zur Fleischverarbeitung. Also schlachten und dann, ne? Zum Fleischverarbeiten. Wir machen das mal. Wir testen das mal mit Kühen jetzt. Ob das hier mal endlich funktioniert. Dauert halt ein bisschen. Was ist denn hier für ein Zeichen? Nicht genug Ressourcen. Kuh fehlt. Ah. Ja, ich weiß es nicht, was wir gerade im Überschuss haben. Das kann ich schwer beurteilen. So, also, wir testen jetzt nochmal mit Ziegen. Weil Ziegen haben wir wirklich genug. Schaut euch das mal an, Leute. Ja. Ich frage mich immer noch, warum die kein Gras haben. Obwohl wir eigentlich Gras und Mast haben, ne? Verstehe das, wer will. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Hier, kommt das Gras an, ne? Hier kommt es an. Aber hier irgendwie nicht. Und Radius hier passt ja auch. Ah, jetzt haben sie es. Ah, okay, das ist. Okay, der nicht. Der hat immer noch keine. Mal gucken. Vielleicht kriegen sie auch gleich was. Vielleicht ist es immer gerade. Immer wenn ich dann darauf gucke, dass da gerade nichts da ist oder so. Das kann ja mal sein. Da, jetzt haben sie auch was. Sehr gut. Nee, das ist immer, glaube ich, ein kurzer Leerlaufmoment. Weil die Ware ja noch transportiert werden muss. So, der Winter geht noch. Endet in 8 Tagen. Okay, da sind wir gut dabei. Stehen wir gut davor. Wie sieht es denn aus mit Verkaufen? Oh, wir haben so viel Kuhmilch. Der Preis ist okay. Wir kommen, wir verkaufen das jetzt, damit wir ein bisschen was einnehmen. Dann Schafskäse. Sehr guter Preis. Gelber Käse aus Kuhmilch. Kann auch weg. Wie sieht es denn aus mit Ziegenkäse? Vielleicht können wir ja da drauf irgendwie mal gehen. Ja, besser. Besser als. Ja, wir machen mal hier eine Veränderung. Hier ändern wir mal die Produktion auf Ziegenkäse. So, wie sieht es mit dem Schlachthof jetzt mal aus? Porsche hat noch nicht so viel. Noch nicht viel hier. Wir haben viele Mitarbeiter, die gerade nichts zu tun haben. Das ist auch nicht so toll. Aber der Winter ist ja auch bald vorbei und dann können sie alle auf dem Feld wieder arbeiten. 2 Tage noch und dann haben wir das. Unsere Maschinen, sieht alles gut aus. Ja, man muss sagen, das Spiel ist gar nicht so schlecht. Es ist natürlich ein bisschen. Ja, so Gewusel. Man muss halt ein bisschen mal gucken, wie man alles macht und plant. Ah, hier, Erdbeerernte. Ah, das ist Erntesymbol. Ja, ja, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Guck mal, das läuft, die ernten gerade. Wir haben Frühling und überall grün und sprießt es wieder. Das ist der beste Zeitpunkt, um mit der Feldarbeit zu beginnen. Sehr gut. Machen Sie das jetzt automatisch oder muss ich jetzt auch drauf? Nee, das machen Sie automatisch. Sehr gut. Sehr gut. Dann können die direkt damit starten. Sehr, sehr gut. Das läuft. Hier. Nicht genug Arbeiter. Okay, wenn sie hier fertig sind, dann können sie hier darüber wechseln. Da lasse ich jetzt erstmal so. Guck mal, die Arbeiter, die vorhin hatten wir 9 im Winter, die nichts zu tun hatten. Und jetzt ist wieder Hochbetrieb. Unser Hof ist wieder am Laufen. Wie ist es mit dem Schlachthof? Jetzt läuft das hier auch mal. Ah, ich muss das hier. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. So, und jetzt sollte das eigentlich gleich mal laufen. 10 von 10. Ich hoffe, dass es gleich mal läuft mit dem Ziegenfleisch. Okay, was hat er jetzt mitgenommen? Nein, das war nicht für den Schlachthof gedacht. Okay.
Müssen wir mal schauen, wie das läuft. Kühe haben wir auch genug eigentlich. Wir gucken mal, wie das mit den Ziegen gleich wird, ob das gleich mal läuft. Ich habe diesen Balken vergessen, hier so ein Häkchen reinzusetzen. Haben wir ja gemacht. Und jetzt sollte das eigentlich laufen. Wir warten mal ein bisschen ab. Ach, Entschuldigung. Irgendwie so ein Hustenanfall seit ein paar Tagen. So, hier haben wir nicht genug Arbeiter anscheinend. Nicht genug Arbeiter. Dann stellen wir nochmal zwei für die Pflanzen an. Nehmen wir mal Pflanzen und Maschinen. Das ist ein guter Mann. Den nehmen wir mit rein. Pflanzen nehmen wir rein. Sehr gut. Und jetzt sollten wir eigentlich genug Leute haben. So, und wie sind die Preise denn für die Erdbeeren? Erdbeeren. Oh, geht gerade runter. Komm, wir verkaufen das schnell. Und dann haben wir noch Gurken. Haben wir schon Gurken? Nee. Himbeersträuche haben wir auch noch nicht. Das dauert noch. Okay. So, aber die gelbe Käse. Das ist komisch. Können wir verkaufen. Die geht wieder hoch. Okay. Schafskäse. Wow, das ist richtig weit runtergegangen. Können wir die Produktion auch gleich mal umstellen auf gelber Käse aus Kuhmilch dann. Dann machen wir mal... Ne, haben wir noch nicht mal. Aber die Dings, Schafskäse ist halt nicht mehr so rentabel. Dann nehmen wir lieber die gelbe Käse aus Kuhmilch. Und das läuft hier auch sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Das läuft ja alles. Hm, man kann reingucken jetzt. Sehr cool. Im Winter wegen dem Schnee konnte man da nicht reingucken. Aha. Sehr cool, dass man jetzt mal so reingucken kann. Ja, Leute, wie ihr seht, es läuft und läuft. Wir haben langsam das alles hier im Griff. Ja, die Obstverarbeitungsbetrieb müssen wir noch unbedingt bauen. Dafür müssen wir natürlich ein bisschen Sachen verkaufen. Erdbeeren können wir nochmal verkaufen. Hier, von dieser Milch haben... Oh, der Preis ist so weit runtergegangen von Ziegenkäse. Aber wir verkaufen trotzdem mal, damit wir ein bisschen Kohle haben. Mist haben wir auch sehr viel. Hohoho. Ja, bringt aber auch nicht viel. Dann lassen wir mal. Gelber Käse aus Kuhmilch. Ja, weg damit. Schafsmilch können wir auch verkaufen. Futterrüben haben wir sehr viel, ne? Wer nimmt denn die Futterrüben? Da muss ich nochmal gucken. Futterrüben war für die Kühe, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wir bauen nochmal einen Kuhstall. Oder? Nein, lieber nicht. Wir wollen ja die Obstverarbeitungsanlage jetzt endlich mal bauen. Deshalb müssen wir jetzt eigentlich Geld sparen. Geld sparen, Geld sparen, was das Zeug hält. Ja. Das klappt hier immer noch nicht so mit dem Schlachthof. What mich ein bisschen ärgert. Warum nicht? Das ist irgendein Symbol, ist es. Ziege fehlt. Stellen wir mal die Produktion auf. Cool. Schauen mal, dass das klappt. Klappt das jetzt mal endlich? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch irgendwas falsch mache. Oh, da kam eine Meldung. Nicht genug Ressourcen, Kuh. Mhm. Ja. Irgendwas mache ich noch falsch. Vielleicht muss ich das auf 3 stellen, dass das ab 3 immer geschlachtet wird. Das kann natürlich sein. Machen wir mal so und gucken mal, ob das jetzt mal klappt. Vielleicht... Weil bei 4 ist ja maximal. 4 Dürfe darf man ja in so einem Stall haben. 4 Kühe. Ja, ja. Jetzt geht das. Und alles über 3, jetzt habe ich das mal so gemacht, alles über 3 wird geschlachtet. Ne? Weil alles über 4 ging irgendwie die ganze Zeit nicht. Jetzt geht das aber. Mit alles über 3 quasi. Und deshalb machen wir das mal so. Und dann stellen wir die Produktion auf Ziege und Schaf um, weil hier haben wir auch 10 Stück. Dann machen wir das mal alles über 9 da. Und dann bin ich mal gespannt, ob das klappt. Mhm.
Da haben wir auch ein bisschen Fleisch hier zu verkaufen. Wolle ist immer noch so schlechter Preis. Gelber Käse aus Kuhmilch, das kann weg. Ziegenkäse ist wirklich sehr schlecht. Ah, da! Rindfleisch, oh, ist auch sehr schlecht. Auch weg damit. Ziegenkäse bringt irgendwie nicht so viel Kohle ein. Dann machen wir da draus Butter. Warum nicht Butter? Ja, machen wir Butter. Wie ist denn der Preis für Butter eigentlich? Ah, ist okay. Besser als das andere. So, und hier die Felder laufen auch. Ah, hier gelber Käse aus Kuhmilch läuft. Ja, Kühe laufen. Dann würde ich die Produktion hier mal umstellen auf Ziegen. Und dann stellen wir das mal auf 9 um hier. Natürlich haben wir jetzt gelernt. Auf 9. Und da wollen wir mal gucken. Da kommt der Viehtransporter. Nimmt die Ziegen mit. Und dann werden sie geschlachtet. Sehr schön. Naja, schön ist es nicht. Aber effektiv. Wie sieht es hier aus? Sind die denn schon wieder gleich 10? Also mit der Vermehrung, ob das so schnell klappt, das weiß ich halt nicht. Das läuft hier. Kohle, naja, ist noch nicht so berauschend. Wollen wir ein bisschen Futterrüben verkaufen hier, oder was? Machen wir mal. Ja, eigentlich brauchen wir das noch. Aber wie ist denn der Preis? Oh, ja, da will wir 13.000 kriegen. Naja, wir behalten das mal. Wir müssen ja eigentlich noch verkaufen. Oh, Ziegenfleisch ist sehr gut. Sehr beliebt. Kuh, ja, Rindfleisch ist noch nicht so. So, Butter ist auch okay. Erdbeeren können wir auch verkaufen. Schafsmilch, ja, ist im Keller. Ziegenkäse ist auch im Keller. Das behalten wir erstmal alles. Aber Erdbeeren können weg. Butter ist okay, ja, ist jetzt nicht so berauschend, aber geht noch. So, natürlich dauert das jetzt alles ein bisschen. Wie sieht das mit den Ziegen aus? Haben sie sich schon wieder vermehrt? Nein. So, dann würde ich hier einmal die Schafe jetzt mal rannehmen, ne? Die Schäfchen. Schäfchen, wo seid ihr, Schäfchen? Da. Nimm hier. Und ja, sehr gut. Da kommt der Viehtransport auch gleich. Sollte zumindest gleich mal losfahren. Da ist der Viehtransporter. Holt die Schafe ab. Und zack. Sehr schön. Läuft auch. Ja, ich bin auf jeden Fall echt glücklich. So gut läuft es schon lange nicht mehr. Wie sieht es aus mit Verkaufen? Gelber Käse aus Kuhmilch weg. Butter weg. Natürlich, der Preis war jetzt nicht so gut, aber ja, wir brauchen noch Lagerplätze. Gurken, ey, Gurken habe ich voll übersehen. Können wir auch verkaufen. Gelber Käse aus Kuhmilch, alles weg. Butter auch weg. Ja, der Preis ist immer noch schlecht für Ziegenkäse. So, das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Das läuft alles. Häcksel brauchen wir. Da würde ich mal ein bisschen Häcksel kaufen. Häcksel. Ja, der Preis ist stabil geblieben. Nimm mal 1000 Stück mit. Bestellen das mal. Schafe haben wir nicht mehr genug. Wie sieht es aus mit Ziegen? Guck mal, Ziegen haben wir nicht mehr. Ja. Dauert halt. Mit der Vermehrung dauert das aber ganz schön, ja, muss man sagen. Okay, also mit der Kohle kommen wir langsam näher der Obstverarbeitungsanlage. Das ist ja nicht so schlecht eigentlich. Oh, Hammelfleisch ist auch sehr beliebt. Ich wollte gerade sagen Schafsfleisch. Aber Hammelfleisch heißt es ja. Korrekt gesagt. Ja, Kuhmilch verkauft auch mal. Und Schafswolle ist immer noch so schlecht der Preis, ne?
kann ich nicht antun, meinen Schafen ihren Fell so günstig zu verkaufen, beziehungsweise ihre Wolle. Aber die haben die Kohle fast zusammen. Und ja, ich würde dann an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Wir haben ja schon ordentlich was geschafft. Wir haben die Kohle fast zusammen. Und in der nächsten Folge bauen wir die Obstverarbeitungsanlage und dann schauen wir, was passiert. Ja? Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat, natürlich. Und ansonsten, Leute, über ein Abonnement, wisst ihr, freue ich mich ganz besonders doll. Ansonsten und ja, ansonsten, nein, Scherz. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das Video seht. Und ja, dann bin ich jetzt mal raus und ciao.